Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir laufen gar nicht mal so gut diese Weekend League, aber ich bin trotzdem eigentlich so zufrieden wie ja, vielleicht noch nie in FIFA 18, einfach weil ich ruhig geblieben bin, weil ich starke Gegner als Herausforderung sehe, weil ich immer dran geblieben bin, weil ich eigentlich ja, ich würde sagen, in jedem Spiel, wo ich verloren habe, irgendwie auch Pech hatte. Und ich merke gerade, ich höre wieder nur auf dem linken Ohr was. Verdammt nochmal. Von daher, ich will eigentlich genauso weiterspielen. Egal, wie es ausgeht am Ende. Ich denke, Gold 3 werde ich trotzdem mindestens schaffen. Vielleicht auch Gold 2. Mal schauen. Gold 1 wäre cool. Und jetzt stelle ich mir hier mal... So, ich glaube, jetzt ist der Wackelkontakt weg. Sehr gut. Ja, Gold 1 wäre cool, aber ich will eigentlich erstmal nur so weiterspielen wie jetzt. Das ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt noch so viele Spiele machen muss. 16, oder? Ja. 16 Spiele, Sonntag sind fast schon um 8, also abends um 8. Das heißt, ich muss jetzt echt bis in die Nacht spielen, aber naja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall Spiele abbrechen, sobald ich halt der Meinung bin, okay, also mir fällt es immer schwer, ein Spiel abzubrechen, deswegen wird es wahrscheinlich so gut wie keine Spiele geben, die ich abbreche. Aber wenn jetzt irgendwie die ersten Hälfte 3-0 hinten liege, werde ich es wahrscheinlich abbrechen. Es wird aber hoffentlich nicht so oft passieren, dass ich 3-0 hinten liege in der ersten Hälfte. Vielleicht haben wir ja auch Glück und schaffen den einen oder anderen Gegner so zu dominieren, dass er halt abbricht. Aber ich glaube, das haben wir in der Weekend-Liga noch gar nicht geschafft. In der letzten waren es, glaube ich, 2-3, aber jetzt in der hat, glaube ich, noch keiner abgebrochen. Oh, er hat einen Bronzespieler drin, den wird er auf jeden Fall am Anfang auswechseln. Das heißt, ganz schnell auf Passen drücken, weil habe ich Glück und er drückt nicht rechtzeitig auf Start. Naja, so viel dazu. Wahrscheinlich wird er auch die Formation umstellen. Ich gehe mal davon aus, er wird hier aufs 4-1-2-1 vorwechseln, wobei ich dann letztendlich auch oft daneben lag, weil jetzt doch die Formation nicht mehr von ganz so vielen gespielt wird. Also es ist immer noch, würde ich sagen, die Formation, auf die die meisten wechseln. Aber es gibt auch immer häufiger jetzt mal ein 4-3-1-2 oder ein 4-3-2-1. 4-2-2-2 hat man jetzt ab und zu mal gesehen. Wir wollen es aber vor allem, ich will mich vor allem auf die Abwehr konzentrieren. Ich will ja versuchen, so viele, mal gucken, ob ich mir das merken kann. Ich versuche jetzt so oft wie möglich zu Null zu spielen in der regulären Spielzeit. In den 16 Spielen, mal gucken, wie oft ich das hinbekomme. Ich glaube, er hat die Formation nicht gewechselt, aber wahrscheinlich halt einen Spieler getauscht. Das heißt, ich will jetzt versuchen, den Ball nicht rausfliegen zu lassen, weil... Ja, dann nehme ich mit diesen... Bronzespieler weiterspielen muss. Und das ist ja zumindest ein kleiner Nachteil. Abgefälscht! Aber nicht drin und jetzt wird er wechseln. Ja. Wen hat er gewechselt? Okay, ich habe nichts getan. Ah, da oben steht's. Nainggolan. Okay. So, versuchen wir mal hier auf. Ich glaube, das ist Origi. Auf Origi zu flanken. Okay, kommt total auf Werner, obwohl ich da gar nicht hingezielt habe. Schöner Schuss von Vidal, hat ja auch einen guten Distanzschuss. Und seine Offensivstärke, ja, die habe ich eh noch so ein bisschen vermisst. Ah, oh nein, knapp daneben. Ach so, okay, da war noch jemand dran, alles klar. Schade. Das war ziemlich dumm von ihm. Kommt noch direkt eine Grätsche. Schade. Ich habe mich nicht getraut, den Strafenpass zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ah, hat ein bisschen Glück. Zum Glück, Kimmich, danke. Es nervt ein bisschen, wenn Spieler auf Flanken gehen, weil das ist man einfach nicht gewohnt. Also darauf achtet man weniger, ich zumindest. Einfach weil halt die meisten nicht auf Flanken gehen. Oh, das war scheiße. Pass war aber auch nicht geil gespielt. Kommt sogar gefährlich, der Schuss. Interessant.
Was? Das war doch kein Foul? Oh mein Gott. Aufpassen, Gegner spielt recht aggro. Ach, schönes Lagertor. Egal, wir spielen weiter. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, weil halt meiner Meinung nach war das halt auch kein Foul. Dass er dann aus so einer Situation halt das Tor schießt, ist sehr, sehr ärgerlich. Aber es ist erst ein 1-0, wir können das Spiel noch drehen. Oh, was, also, was macht denn der Radecki? Habt ihr das gesehen? Seine Arme waren gar nicht richtig ausgestreckt. Hätte er meiner Meinung nach haben können. Ärgerlich, aber egal. Der spielt leider nicht schlecht, wie man sieht. Sehr ruhiges, langsames Aufbauspiel. Sucht seine Chance. Oh Mann! Schade, aber war gut gespielt. Schön gemacht mit Tolisso. Das war das. Oh, Foul, nice. Ich wollte gerade sagen, das war natürlich wieder kein Foul. Sehr schön. Na, gibt's mal eine gelbe Karte jetzt? Nein, geht noch nicht. Schade. Nehmen wir das Foul mit. Wenn er so weitermacht, geht er vielleicht auch noch auf Gelb-Rot oder Rot. Doch sehr aggressiv, viele Grätschen. Wie wär's mal mit Gelb? Da macht's doch schon wieder. Abgefälscht, aber nicht drin. Oh, da hat aber auch ein Glück auf außen. Schon wieder. Schade, dass dieser Distanztreffer drin war. Aber egal, dranbleiben. Och, gib doch mal gelb! Das ist das dritte Mal! Geil, dass da niemand steht. Nice. Schade. Oh, kriegt aber auch jeden Schuss geblockt.
Aber wir sind dran. Das war ein schlechter Laufpass, da kam er auch wieder von Werner, das ist ja dann einfach so. Schade, aber ich bin ganz zufrieden. Wir sind dran, waren Lackertor von Gegner. Wir hatten nicht so viel Glück. Wir hatten Chancen für Lackertore, haben sie aber nicht bekommen. Noch keine hundertprozentige rausgespielt. Der Gegner, ja, man sieht es an der Schussstatistik, kommt nicht wirklich zum Abschluss. So, eigentlich spielen wir ganz gut und haben ja auch Vorteile im Spiel. Es ist nicht wirklich fair, dass es hier 1-0 steht. Oder leistungsgerecht, sagen wir mal so. Sehr schön mit Ginter. Boah, was für ein Schuss. Der versucht doch mit rechts zu schlenzen und einfach mit links zu schießen. Hat auch 4 Sterne. Ich habe auch nicht auf F gedrückt, also auf angeschnittener Schuss. Sehr merkwürdig, warum er den so spielt. Hat auch immer wieder Fehler, die er macht. Von daher, schade. Normalerweise funktionieren die Pässe. Da waren wir eigentlich auch dran mit Vidal. Ja, mal ein bisschen Pech. Fuck! Schlecht getribbelt von mir. Toll, wie da niemand dran ist an Mbappé. Ja, da wollte ich natürlich nicht hinflanken. Schwache Annahme. Vielleicht wechsle ich mal auf dem 4-2-2, einfach um zu gucken, dass ich vielleicht offensiv ein bisschen mehr zum Kombinieren habe, also ein bisschen mehr im Sturm kombinieren kann. Na also, oder wir lassen es einfach so und machen das Ding mit Vidal. Was geht ab, Junge? Ah, nice.
Ah, und Vidal endlich mal mit einem Tor. Sehr gut. Wichtiges Tor. 1-1. Und wenn wir. Jetzt wechsle ich auch nicht aus 4-2-2. Jetzt wechsle ich noch meine Spieler. Weil defensiv stehen wir ja ganz gut. Jetzt muss der Gegner wieder kommen. Hoffen wir mal, dass wir das Spiel jetzt hier noch drehen können. Spielt wirklich ein 4-3-3. Ungewöhnlich. Oder 4-3-2-1 oder wie auch immer. Ey! Ich wollte auf Arangis passen und anscheinend war ich nicht weit genug mit dem Stick bei Arangis, dass er dann dachte, ich spiele nicht mal ins Aus, den Pass. Schön gemacht von Vidal. Rot? Ist das rot? Ich glaube, das ist rot. Sonst hätte er jetzt nicht abgebrochen. Ja, gelb, rot, sehr gut. Sonst hätte er den Vorteil nämlich gelassen. Ach scheiße, ich hätte mal gucken können, wie er jetzt sein Team verändert. Jetzt müssen wir gewinnen, wenn wir jetzt wieder mit einer roten Karte verlieren, also der Gegner eine rote Karte, wenn wir das wieder verlieren, oh. Jetzt sind wir halt schon wieder gezwungen zu gewinnen. Das ist ein bisschen, Druckhilfe. Was er jetzt genau macht, er wird jetzt wahrscheinlich versuchen, auf Elfmeterschießen zu gehen, würde ich mal tippen. Mal schauen. Aber wahrscheinlich zieht er auch einfach nur einen linken oder einen rechten Stürmer ab und spielt halt mit einem Stürmer weniger. Ich weiß es nicht. Oder er wählt die defensivere Aufstellung, das kann auch sein. Oh, er ist wohl noch nicht fertig. Noch hat er gar nichts geändert, wie es aussieht. Ich glaube, hat er schon gewechselt? Wenn dann zweimal, oder? Also bisher sehe ich gar nichts. Dann spielt er jetzt ohne Stoßstürmer, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, danke. Och, geil gespielt, aber leider kriegt er noch einen Fuß dazwischen. War die eingewechselt, oder? Das richtig sehe. Wie mit Vardy nicht nachherkommt, krass. Das ist Alaba. Eieiei, was war denn das? Hat er zwei rote Karten? Ach nee, das kennen wir ja auch, dass er zweimal rot angezeigt wird, obwohl man noch eine gekriegt hat. Was war denn das für ein Schuss von Vidal? Ach die Scheiße. Ich gehe mal auf Pressing. Dann müsste doch eigentlich Probleme bekommen.
Okay. Verlängerung. Da ist es nicht mehr weit zum Elfmeterschießen. Leider. Ich darf nicht. Ich muss versuchen, noch vorher ein Tor zu schießen. Hat einen Spieler weniger. Come on. Scheiße. Schwacher Abschluss. Herr Ratti, hat er den auch eingewechselt? Oh, fuck! Es war aber auch keiner mehr da zum Anspielen, aber wenigstens die Ecke. Die waren eigentlich recht gefährlich, meine Ecken. Bisher gegen ihn. Schade. Ah, schön, wenn Vidal jetzt immer den Nachschuss macht. Oh, nimmt die Zeit oder was? Fresse! Was für ein Ding von Alessandrini! Ich dachte, der geht komplett daneben! Ach du Kacke, ist das geil! Ich habe normal geschossen, er hat ihn selber so geschlenzt! Was für ein Ding! Geil! Jetzt einfach Todesverteidigung, Todesverteidigung, Todesverteidigung! Krass! Guckt's euch nochmal an! Er hat ihn selber so merkwürdig geschlenzt! Ich habe nur auf Schießen gedrückt! Wie geil ist das denn? Alessandrini, bester Wechsel aller Zeiten. So, und jetzt konzentrieren, zweite Halbzeit abwarten und dann auf Zeit gehen. Oh nein. Och, Glück gehabt. Ich dachte jetzt schon, es fällt wieder so ein scheiß Tor. Okay, ist auch verdient auf jeden Fall, dass ich jetzt 2-1 führe. Hat nur noch ein Spieler da, krass. Oh, ich habe doch noch passend gedrückt. Wieder also ultra offensiv, da müssen wir noch eins machen. Oh, Abseits, nice. Das ist ja richtig geil, nicht meine Ecke. Gehen wir mal auf Zeit, hat er vorhin auch so cool gemacht, aber eigentlich will ich das gar nicht machen. Ja, da wollte ich nicht hinspielen, aber egal.
Von mir aus, wenn du das brauchst. Oh, es gibt nochmal Gelb. Dann kriegt er noch eine Gelb-Rote, wenn er es weitermacht. Was scheiße. So, beigespielt, hat aber gar nichts gebracht. Bitte kein Ausgleich, bitte kein Ausgleich. Kimmich hat sich verletzt. Gut aus. Mal beschissen gedribbelt. War noch geiler gemacht. Geil quergelegt. Machen wir es mal noch ein bisschen spannend zum Ende und gewinnen dann trotzdem. Sehr gut, so brauche ich das. Sonst macht es mir keinen Spaß. Vorlagen. Arangis und Werner, interessant. So. Nächstes Spiel. Schade, dass es schon wieder Verlängerung war. Also das ist halt nicht so geil wegen der Zeit. Dann kostet halt mehr Zeit. So, wie lange ist er verletzt? Bitte nur ein Spiel. Oh, zwei Spiele Fuß. Fuck. Haben wir den Fuß? Wir können ja mal gucken, ob wir Fuß haben. Aber ich glaube ja. Ja. Naja, machen wir erstmal das eine Spiel. Ich habe ja ganz doll krass viel Glück und der Gegner bricht zeitig ab. Dann können wir nämlich vielleicht zwei Spiele mit der Brasilianer Mannschaft machen. Moment mal, das Trikot. Ist das irgendwie so ein mega krasser Spieler, der Elite 3000 geworden ist oder so? Das Trikot kannte ich nicht. Das war merkwürdig. So, dann konzentrieren wir uns, war eigentlich ein ziemlich anstrengendes Spiel. Ich fand aber, der Gegner war gar nicht so gut, deswegen ist es ein bisschen blöd, dass es so lange gedauert hat. Das ist schon mal ein recht gutes Team. Mal gucken, ob der Gegner gut ist und wir gegen ihn trainieren können. Oder ob wir Glück haben und der Gegner ist nicht ganz so gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier verlieren werde, gerade auch, weil der Gegner ein sehr gutes Team hatte. Stellt natürlich was um. Ich bin nach wie vor dafür, dass es da irgendeinen Malus geben muss, irgendwas Negatives. Es ergibt keinen Sinn, das ist nicht Sinn des Spiels. Das hat nichts mit Fußball zu tun, nichts mit Realität, aber auch nichts mit dem Spiel an sich, finde ich, wenn man direkt zum Start die Formation wieder ändert. Entweder muss das, weiß ich nicht, zu Chemieeinbußen führen, irgendwas muss passieren. Ich meine, es ist absolut okay, wenn man im Spiel die Formation wechselt, dann, weil man halt was ändern will, das macht Sinn. Aber direkt am Anfang, das gibt keinen Sinn, das macht auch im echten Leben, wie gesagt, niemand so. Es ist einfach nur, um die Chemie auszutricksen. Da brauche ich auch keine Chemie, wenn ich es dann damit immer regeln kann. Ich weiß, dass jetzt viele das anders sehen werden. Wie gesagt, jeder, der das halt nutzt, wird es halt nicht so sehen. Aber ich sehe das halt so. Vorragend gespielt. Da haben wir sie 1-0 mit dem Anstoß. Sehr gut. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Gegner gut ist, aber wir führen schon mal. Das ist immer gut, egal ob der Gegner gut oder schlecht ist. Neymar zeigt mal wieder seine Torgefährlichkeit. Können wir nämlich auch direkt auf die defensive Spielweise gehen. Das ist schon mal gut. Oh,
Er macht schnelle, kurze Pässe. Och, ich dachte schon, ey, man macht den Doppelpack. Schade. Aber auch wieder gut gespielt, auch wieder guter Angriff. Fast das 2-0. Schade. Oh, das war so blöd. Ich wusste nicht, dass ich durch bin. Das war gerade das Problem. Brauchen wir nicht drüber reden. Hat er leider gut antizipiert. Aber ich habe dann auch wieder Pech, dass Thiago Silva irgendwie die Hand hebt und irgendwas anzeigt und nicht wegrennt. Ich glaube, man sieht es ja nicht mehr. Doch, ja, ganz kurz hat man es gesehen. Thiago Silva hier. Wenn er halt direkt mitgerannt wäre, hätte ich es vielleicht geschafft. Keine Ahnung. Sehr bitter auf jeden Fall. Zumal ich auch schon zwei Tore hätte haben können. Scheint gerne mit Abseitsfalle zu spielen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Schade. Hätten wir schon das dritte Tor machen können. Krassen Fehler auf jeden Fall. Oh, was für eine Parade von Ederson. Krass. Vierte Tor hätten wir da machen können. Wird auf jeden Fall Zeit, dass hier mal das 2-0 fällt, würde ich sagen. Gut den Körper eingesetzt von Griezmann, leider. Mal da gut mitgespielt, Thiago Silva. Ah, schade. Es nervt mich, dieses 1-1, weil es halt meine Schuld gewesen. Fuck, Mann. Schlecht gedribbelt. Zum Glück, ey. Wir machen hier eine Großchance nach der anderen und der macht es 2-1 oder was? Gibt's doch nicht, Mann! Wieder eine Riesenchance. Immer dieser Miranda, das kotzt mich an. Krass, dass wir trotzdem eine Ecke generieren. Das
Soll sich mal jemand anderes hinstellen? Nicht so ein blöder Innenverteidiger, der überhaupt keinen Distanzschuss drauf hat. Och, Thiago, was machst du denn? Alter, wir könnten halt ohne Probleme schon 4-5 Tore haben. Das ist wieder so ein Spiel, das verlieren wir dann halt wieder 2-1 oder vielleicht sogar 5-1, weil der Gegner halt dann plötzlich jedes Ding reinmacht. Aber ruhig bleiben, ist noch nichts passiert. Oh, toller Pass. Richtig toller Pass. Dieser dreckige Scheiß-Fehlpass, ey. War eigentlich total billig, dieser Fehler. Richtig, richtig billig. Richtig dummer, billiger Fehler. Schade. Fast so billig wie der, wobei der war ein bisschen nicht ganz so billig. Hat Neymar merkwürdig gedribbelt, finde ich. Oh, toll, toll, komm, wir machen ein Pace-Tor. Zum Glück macht er einen schlechten Abschluss. Danke, dass der Vorteil nicht gegeben wird. War richtig geil, wieder mal die Vorteilentscheidung. Ich reg mich schon wieder auf, egal. Geht weiter. Selbst wenn er jetzt ein Tor schießt, wir haben immer noch genügend Chancen gehabt, um hier 1000 Tore zu schießen. Das wird auch so weitergehen. Von daher egal. Immer ruhig bleiben. Bessere Spieler wird sich schon durchsetzen. Danke. Ganz ruhig bleiben. Wie gesagt, wir hätten schon 4-5 Tore machen können. Egal. Spielt keine Rolle. Wir machen jetzt noch 4-5 Tore. Ist ja öfters mal so, dass man in der ersten Hälfte mega viel Chance an die nicht macht. Und dann in der zweiten Hälfte hat man halt wieder krass viel Chance. Und da gehen plötzlich alle rein. Da ist natürlich der Vorteil dann so lang, dass er noch da ist, wenn der Gegner den Ball verliert. Toll. Nice Lackertor, herzlichen Glückwunsch. Absolut unverdient, aber egal, wir machen halt jetzt noch ein paar Tore. Ja, wir waren komplett dran. Ach, ist egal. Oh, wieder geil getribbelt. Aber wir hatten jetzt schon wieder die Chance auf ein Tor. Wieder nicht. Oh, toll. Ass geht unten Lauf, dann wieder nicht. Schön mit Casemiro. Casemiro kann echt gut grätschen. Danke, dass du noch rangehst, Telles. Ein Stellungsfehler. Toller Schuss. Wäre auch nicht verdient gewesen. Warum, ist egal.
Oh, fuck you. Toll! Danke, Telles. Ach, das ist so klar. Es ist wieder so ein typisches Scheißspiel. Ich dominiere, ich habe die geilen Chancen, er macht die Drecksbuden. Egal, wir haben noch gegen ihn sogar noch die Chance, hier noch zwei zu machen. Ich meine, wir haben so viele Torchancen, wir könnten jetzt auch noch drei Tore schießen und das Ding drehen. Schauen wir mal. So unverdient, was soll's. Ich hab gut gespielt, wieder mal Pech. Und ja, ich muss halt zugeben, das erste Gegentor war meine Schuld. Und das war jetzt wieder auch wieder so ein krasses Lackertor, aber wie gesagt, das erste Gegentor ist meine Schuld. Oh Gott, jetzt geht das los. Oh, toller Pass. Geil, danke. Scheiß Ederson, ey. Schon wieder eine krasse Parade. Fuck. Ich werde es verlieren. Und zum Teil verdient, weil das 1-1 muss halt nicht sein. Dann läuft das ganze andere Spiel, das ganze Spiel anders. Muss man halt auch sehen. Wollte die Schusstäuschung machen. Toller Pass. Wo mit seinem Scheiß gar auch noch durchkommt, obwohl es total kacke ist, nur weil ich halt keine Tore schieße. Fuck you, ey. So zum Kotzen. Aber wie gesagt, das beschissene 1-1, das hätte halt nicht fallen dürfen. Das war meine Schuld. Also im Endeffekt gebe ich das Spiel halt selber ab. Er kann sich freuen, dass er als deutlich schlechterer Spieler mit so einem Lackersieg nach Hause geht, weil ich so dumm bin und es einfach nicht hinbekomme, diesen Fehler nicht zu machen. Ja, toll, jetzt machen wir noch das 3-2, damit es sich richtig lohnt zu verlieren. Klasse. Toll, da warst du gerade wieder dran. Egal, ich bin abgesehen vom Fehler zum 1, zum 3-2, zum 1-1 bin ich trotzdem zufrieden. Bis zum nächsten Mal.